Gestern haben die Waldrapp-Ziehmütter Helena Wehner und Katharina Huchler mit ihren gefiederten Schützlingen sicher ihr Ziel erreicht. In 5 Etappen sind sie 770 Kilometer geflogen. Gestartet sind sie in Salzburg, dann ging die Reise über die Alpen, die Poebene und den Apennin bis zum Mittelmeer nach Orbetello. Diese Aufnahme zeigt den gestrigen Start in die letzte Etappe des Waldrapp-Teams. Wir sind sehr stolz darauf, seit fast 20 Jahren mit internationalen Partnern das Waldrapp-Team bei der Wiederansiedlung dieses Zugvogels zu unterstützen. Im Frühjahr haben die beiden Wissenschaftlerinnen die Küken dieser hochbedrohten Vogelart bei uns mit der Hand aufgezogen. So konnten sie das Vertrauen der Vögel gewinnen, die ihnen dann überall hin gefolgt sind, sogar im Fluggerät über die Alpen.